Ja, ich möchte, worüber möchte ich eigentlich reden? Ich glaube, ich rede über mein Independent Coursework, was ich vor kurzem abgegeben habe und was dann vernichtend bewertet wurde. In der 1,7. Aber darüber redet man nicht. Und, aber 1,7. Das Thema meines Coursework war letztendlich Experimente mit Android und mit Open Data. Das habe ich auch bei anderen Gelegenheiten bestimmt schon mal erzählt. Die Spielwiese, die ich mir ausgesucht habe, ist die hier zu den Plattformen der Stadt Wien. Und die haben ihre ganzen Verwaltungsdaten ins Netz gestellt. Also falls mal jemand Daten braucht, hier gibt es jede Menge. Also inzwischen auch schon in Phase 5, in der sie nochmal auf Umweltdaten eingehen. Und da habe ich mich halt auch umgeschaut. Hier sieht man auch so ein bisschen, was es so gibt. Mistplätze. Zum Beispiel Mistplätze, ja. Was sind denn Mistplätze? Ja, da können wir mal reingucken. Und... Oh, die haben neue Formate. Und was man hier jetzt auch schon sieht, die stellen ihre Daten auf der API in verschiedenen Formaten zur Verfügung und über verschiedene Schnittstellen. Und ein paar von denen sind, die sind halt alle standardisiert, einige sind bekannt, andere nicht. Dieses S3 ist auch eigentlich ziemlich bekannt und ja, JSON etc. KML kennt man von Google Earth und so weiter. Was nicht so bekannt ist, ist sicherlich WMS und GML. Außer man arbeitet in dem Bereich, oder WFS, der Web Feature Service. Ich habe dann sozusagen angefangen und habe eine Android-App geschrieben, die Bäume halt erstmal in so einer Liste lädt. Jetzt wird hier gerade nichts geladen natürlich. Und anzeigt, also eine ganz dämliche Liste. Ich kann das ja mal gerade versuchen, ob das hier mitspielt. Mal gucken. Also, was ich eben noch nicht gesagt habe, ich habe mich dann auf Bäume konzentriert und die im ersten Schritt halt in so einer Liste geladen, weil das mit der Karte war mir viel zu kompliziert. Und ja, und die kann man halt hier abrufen. Hier gibt es auch das Baumkataster. Und das hat eigentlich relativ schnell geklappt. War natürlich nicht sehr performant und hat geruckelt und all sowas. Aber grundsätzlich hat das funktioniert. Und der zweite Teil war dann, das auf diese Karte zu tun. Und da muss ich mich halt nicht um die Google Map kümmern, die kommt da bei Android auch schon von alleine mit. Das hat auch geklappt, aber er hat natürlich dann irgendwelche Bäume geladen und nicht die, die in dem Quadranten gerade sind. Ergo brauchte ich halt irgendeine Möglichkeit zu sagen, lade mir jetzt bitte hier den sichtbaren Bereich. Und da gibt es hier in der API auch eine hilfreiche Option, die Bounding Box. Die kann man mit zwei GPS-Koordinaten angeben. Also in dem Fall ist das unten links und oben rechts. Nicht, wie man erwarten würde, andersrum. Also oben links und unten rechts. Das ist auch immer lustig, wenn man dann versucht, den Fehler zu finden. Aber das hat mich nicht so lange aufgehalten. Viel schwieriger war, dass ich halt da oben diese JSON-Schnittstelle benutzt habe. Kann man hier auch draufklicken und dann sieht man, was da für Daten geladen werden. Ich kann mal ein bisschen größer machen. Also es ist jetzt ein Datensatz, ein Baum. Es wird hier als Feature bezeichnet, weil dieser Dienst halt Web Feature Service heißt. Und wenn das halt kein Baum ist, dann ist das trotzdem ein Feature. Die haben halt sozusagen so einen allgemeinen Begriff gesucht. Und alles, was halt eine Einheit, ein Objekt ist, ist halt ein Feature. Und das sind halt die Daten, die zur Verfügung stehen. Hier unten die Baumbeschreibung etc.
Und der hat halt eine GPS-Koordinate und dann gibt es hier halt noch irgendwelche IDs und so ein Kram. Ja, das kann man hier sehr bequem laden von dieser API. Und das Problem war dann halt, ja, man will ja vielleicht diese Bounding Box spezifizieren, damit man halt nicht 50.000 Bäume lädt, sondern nur die paar, die gerade in dem Quadranten sind. Und dann musste ich leider feststellen, dass diese Schnittstelle nicht ermöglicht, dass man diesen Parameter mitgibt. Ja, und das hat mich dann um ein paar Wochen zurückgeworfen. Da habe ich dann auch mich erstmal entschlossen, in Urlaub zu fahren, 3 Wochen. Und dann habe ich danach dann weitergemacht und landete irgendwie bei dieser Web-Feature-Service-Schnittstelle. Das ist eine Architektur, die baut auf SOAP auf. Das haben sicherlich einige schon mal gehört. Das ist ja, XML-basiert. Da schickt man eine XML-Datei an den Server, in dem man sagt, was man will. Und dann schickt er einem ja, XML oder was anderes zurück. Und da niemand SOAP mag, ging mir das auch so. Und das war extrem schwierig, das in Gang zu kriegen. Die haben sozusagen in dem XML, das kann ich mal zeigen. Oh Gott. Zack. Und zwar gibt es hier so ein Beispiel, wie das XML aussehen muss. Also hier sieht man jetzt hier unten gibt es halt diese Bounding Box und da gibt es dann 2 Koordinaten. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist halt, hier gibt es überall so Objekte. Hier gibt es ein Query-Objekt, ein Filter-Objekt, ein Bounding Box-Objekt, ein Envelope und so weiter. Und all diese Objekte muss man ja dann in seinem Android, also in seinem Java-Code, auch schreiben. Und da muss man dann diese Objekte anlegen und dafür braucht man dann wieder Klassen. Das heißt, diese ganze Struktur, die das Backend, der Server, erwartet, muss man in seinem Code auch nochmal abbilden. Was heißt, man, also hier sieht das jetzt nicht so viel aus, aber es sind schon etliche Klassen, die man da anlegen muss. Und da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, das ist ja extrem viel Arbeit und wenn die dann irgendwas ändern, dann geht meine Seite nicht mehr. Das kann ja irgendwie nicht so gedacht sein. So. Die Kurzfassung ist, da oben, also wenn man schon viel mit XML gearbeitet hat, dann weiß man das wahrscheinlich. Und wenn man mit SOAP gearbeitet hat, dann weiß man es wahrscheinlich auch. Bei mir hat das ein bisschen länger gedauert. Letztendlich sind hier oben Schemas definiert. Und das heißt, diese Schemas drücken aus, welche Klassen es gibt und wie die aufgebaut sind und welche Attribute die haben und so weiter. Und auf irgendwelchen Webservern, auf diesen Adressen, findet man tatsächlich dann auch Java-Bibliotheken, die man in seine Android-Projekte einbinden kann oder in irgendein Java-Projekt hat. Das ist jetzt nicht Android-spezifisch, ich könnte halt auch genau so ein Desktop, eine Desktop-Applikation schreiben, die diese, den Webserver abfragt. Und ja, und in diesen Schemas gibt es halt ganz viele Klassen, unter anderem halt hier eine Klasse Filter und eine Klasse Bounding Box und so weiter. Und dann kann man das da zusammenschrauben und könnte dann den Webserver fragen, ob er einem Daten gibt. So, und als ich dann soweit war, das hat wie gesagt doch ein bisschen länger gedauert. Und auch nochmal vielen Dank an Hannes, der heute nicht da ist, der mir ziemlich entscheidend dabei geholfen hat. Da musste ich dann leider trotzdem feststellen, dass das nicht funktioniert mit Android, weil diese Schemas auch Klassen verlangen, die nicht auf Android laufen.
Also nicht alle Java-Klassen, die es so gibt, die wurden halt auf Android portiert, weil da ja irgendwie so ein schwacher Computer in so einem Handy ist und da gibt es halt einfach nicht alles. Die sogenannten Core Libraries gibt es da halt nicht und dementsprechend konnte ich sozusagen die Hälfte von diesem XML-Ding zusammenbauen, aber halt nicht vollständig. So. Das war wie gesagt schon nach meinem Urlaub und die Abgabe war nicht mehr so weit. Und dann habe ich gedacht, scheiße, was machst du denn jetzt? Und eigentlich hatte ich auch keine Idee mehr so richtig. Man hätte halt die komplette Datenbank runterladen können. Oder, also eine gute Variante ist auch noch, man könnte sich halt einen Java-Server aufsetzen, der als Proxy dient, diese Abfrage für einen zur Verfügung stellt, weil, also auf einem normalen Java, was nicht auf Android läuft, kann man ja diese Abfrage machen. Und dann könnte man halt von seinem Handy seinen Proxy-Server fragen und von dem Proxy die Anfrage weiterleiten an diese API. Das wäre sicherlich die schlauste Lösung, wenn man... Musst du denn zwangsweise wirklich so ein XML-Objekt zusammenstellen? Ja, das Problem ist halt, dass diese API hier einfach diesen Bounding-Box-Parameter nicht akzeptiert hat. Und warum kannst du nicht einfach als wirklich ein String so quick and dirty machen? Ja, ja, man hätte das zusammenschrauben können, aber das habe ich auch nicht hingekriegt. Das war auch eine Idee, dass man einfach diesen String, diesen XML-String da reintut. Hatte ich nicht hingekriegt. Habe ich aber durchaus darüber nachgedacht. Ja. So, ja, also Varianten gibt es schon, das Problem zu lösen. Meine Problemlösung war dann, dass ich wiederholt nachgefragt habe in Wien und letztendlich schrieb mir dann tatsächlich einer der Supporter dort eine andere Adresse, mit der das dann ging. Das heißt da, also wenn man hier jetzt so draufklickt, dann sieht man ja da unten jetzt unschwer, schwer, oder das ist halt diese Adresse, die man hier oben nicht lesen kann. Wie auch immer man sucht bei Ubuntu. Keine Ahnung. Mit der Adresse geht das halt nicht. Und der hat dann eine andere Adresse geschrieben und mit der ging das dann. Und ich habe mich dann gefragt. Ja, ja, die ist dann ein bisschen anders. So. Und also hier steht jetzt, wenn man das da unten lesen kann, da steht ja jetzt /daten/wfs. Und die hieß dann irgendwie /daten/irgendwas oder so. Und ja, da habe ich mich dann auch wirklich gefragt, warum die dann nicht da auf der Seite steht. Oder, also vielleicht habe ich das auch alles ganz falsch verstanden, aber die Beispieladresse, um die Daten hier so abzufragen, wie ich das wollte, die gibt es ja nicht. Ja. Das war so die Kurzfassung von dem Problem. Dann war ich am, das war glaube ich am 9. März oder so, ich weiß nicht mehr. Also irgend so ein Morgen, an dem ich echt glücklich war. Und da hatte ich auch direkt einen Termin in der Uni zu dem Projekt und habe gesagt, heute Morgen, ich mache keinen Quatsch, heute Morgen habe ich es hingekriegt. Und dann habe ich das auch eine Woche nicht mehr angefasst. Weder im Code noch auf dem Handy, weil ich halt andere Sachen zu tun hatte. Und dann habe ich nach einer Woche diese Anwendung wieder aufgerufen, die hier. Und dann ging es nicht mehr. Ja, hätte ich jetzt in dieser Woche an dem Code gearbeitet, hätte ich sicherlich ganz viel in meinem Code gesucht, was da alles nicht geht. Und hätte mir die Schuld zugeschoben, aber da ich aber ja überhaupt nicht an dem Code gearbeitet habe und der steht unter Versionskontrolle und da hat keiner dran rumgefuscht, dachte ich, scheiße, was ist passiert? Und dann habe ich hier auf die Webseite geguckt, also quasi hier, und dachte so, das sieht man hier gar nicht, was ist denn das? Neuigkeiten, glaube ich. Genau. Da dachte ich,
Hey, 30. März, Phase 5, das ist doch genau in der Woche gewesen, in der ich nichts gemacht habe. Und da haben die also eine neue Version und neue Daten und so weiter rausgeschoben und da habe ich da auch gelesen, was die gemacht haben, da stand aber nichts weiter. Ich dachte aber, Phase 5, die haben irgendwas gemacht. Habe ich das Problem an Stack Overflow weitergetragen, so wie immer. Und dann hat mir irgendwann Stack Overflow gesagt, du schreibst da aber HTTP POST und nicht HTTP GET. Und du willst ja HTTP GET machen, hast du gesagt. Und dann habe ich da diese paar Buchstaben geändert auf HTTP GET und dann stand da HTTP GET und dann ging es wieder. Aber es ging definitiv vorher auch mit HTTP POST. Wo ich gedacht habe, okay, die haben ihren Server repariert. Und das war definitiv so. Das ist so ein, finde ich, sehr typisches Beispiel, wenn man mit fremden APIs arbeitet, dass man halt auch einfach mal nicht schuld ist. Und auch nicht rausbekommt, normalerweise, wo das Problem ist. Außer man macht mal eine Woche Pause. Also kann ich sehr empfehlen. Wenn es einmal läuft, nicht anpassen. Erstmal gucken, ob es eine Woche läuft. Die App ist jetzt auch